Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Stando Gaming und heute spielen wir heute, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde FIFA 23. Ich würde sagen, wir legen hier auch direkt los nach dem Intro. Und zwar Leute, werden wir heute das DFB-Pokal-Finale gegen Frankfurt gewinnen natürlich. Wer hätte es gedacht? Nee, wir gucken mal. Also ich denke mal schon, dass wir hier gewinnen werden. Aber mal sehen. Ich muss mal erstmal kurz das gucken hier wegen der Bundesliga. Ob da irgendwas jetzt noch auf... Wir haben 99 Punkte, Alter. Let's go. Okay, wir spielen einfach die Partie und let's go. So. Geil, wie es auch einfach lädt. Es ist einfach schwarz. Ah, jetzt. Es ist der Höhepunkt im diesjährigen DFB-Pokal. Das Finale steht an. Bleiben Sie dran. Wir melden uns live aus dem Olympiastadion. DFB-Pokal, ne? Pokal meine ich gerade. Wolf Fuß und Frank Buschmann begrüßen Sie heute zum Endspiel um den DFB-Pokal. Nee, das ist ja hier so blöd weiß. Einer der Höhepunkte der Fußballsaison steht an, das Pokalfinale. Es wird spannend, es wird dramatisch. Jetzt wollen zwei Mannschaften hier Geschichte schreiben. Wollen sich in der langen Liste der Sieger verewigen. Oh, warum leckt die Scheiße ein jetzt? Spektakel werden. Eintracht Frankfurt gegen VfB Stuttgart. Endspiel also um den DFB-Pokal. Spannende Geschichte. Beide wollen nach dieser harten Saison nochmal auftrumpfen und wir schauen mal, was da... Er setzt sich durch und jetzt... Mist. Die Chance, die Riesenchance, aber was für ein Reflex. Super gehalten, das zeichnet den Mann aus. Diese Ruhe, dieses Abfahrt und natürlich diese Reflexe. Und den Schuss blockt der Abwehrspieler. Ja. Chance so für Morgen. Das ist das Tor. Und damit liegen sie nun vorn hier im deutschen Pokalfinale. Easy. Das Gute ist, die haben so eine schwarze Hose, das heißt, man weiß, wer ist. Da setzt er sich gut ein. Was macht er jetzt? Jetzt schießt er. Da ist das Tor. Und damit gehen wir im Finale mit zwei Toren in Führung. Jetzt haben sie alles in der Hand. Na, zwei Tore, Alter. Setzt sich durch, geht frei aufs Tor und macht auch hier alles. Hier steht es 2:0. Das war Ass, Alter. Weggezogen. Da haben sie die Chance. Wie ging der denn noch rein? Ich habe jetzt gar nicht damit gerechnet, dass er rein ist. Okay. Drei Tore, ja, warum nicht, ne? Kann man doch wohl mal machen. Sie dominieren die Partie nach Belieben und das drückt sich mittlerweile auch im Spielstand aus. Kollegen bieten sich an. Das war ich faul. Und richtig, er gibt Vorteil. Da muss er hin und holt sich den Ball. Oder schießt doch. Schießt er nicht zu mir, ey. Ja, das war ein Foul. Ich glaube, das könnte gelb geben. Als Kammer kriegt jetzt ein Tor, also was? Ah, das ist stark. Vier Tore sind sie nun vorne. Sie machen mit ihnen, was sie wollen. Klare Sache hier. Das 4:0 ist schon deutlich. Da hat er nur noch den Torhüter vor sich. Was? Irgendwie langweilig, wenn ich die ganze Zeit nur Tore schieße, aber egal. Gewonnen haben sie hier eh schon lange. Jetzt der nächste Treffer. Ja, 5:0, Alter. Mal sehen, wie viele Tore wir heute noch hinkriegen. Und daher steht's, das war schon wieder ein Foul, Alter. 2:0. Und klasse durchgesetzt. Mann. Ball ist wieder weg nach dieser vielversprechenden Aktion. Ja. Super Zweikampf, den Ball hat er. Ja,
Aber jetzt schauen wir erstmal hier genau hin. Ne, diesmal kriegt den Ball nicht. Ja, ist der Klasse rangekommen. Ja, der war kacke, der Ball. Na gut, hingeächtet. Ja, eh schon genau 5 Tore. Ganz stark. Jetzt können sie es machen. Oh, der wäre sogar noch fast reingerollt. Jetzt kommt die Ecke. Ganz stark abgeblockt. Geht da voll in diesen Zweikampf. Das ist die Chance. Klasse. Ey, Bruder, wie seid ihr blöd oder was? Weit gefährlich, das war zu halbherzig. Nein! Vorbeigerollt! Nicht zufrieden sein, sowas müssen sie reinmachen. Ja, leise, Bruder, wir haben doch eh schon 5 Tore, wir haben eh das Spiel schon, hä? Schirmt den Ball gut ab. Das nicht macht er sehr hier, gut. Alter. Klasse Tackling. Da sehen wir die Tafel. 1 Minute wird nachgespielt. Er lässt sich da nicht aufhalten. Was macht jetzt er da? Aber was? So. Ich glaube, jetzt pfeift er auch gleich ab, oder? Ja. Jetzt erstmal Pause. Die erste Hälfte ist vorbei. Boah. Steht fest, dass wir auf jeden Fall das DFB-Pokal gewinnen. Im Olympiastadion freuen sich alle schon auf den zweiten Durchgang. Es geht los. Na. Elie Velmas. Da trennt er ihn vom Ball. Ja, Mist, ich bin vorbeigerutscht. Und da gibt er Vorteil. Gute Entscheidung, Spielfluss nicht unterbrochen. Sorry, dass ich jetzt gelb kriege. Doch, Freistoß, der Vorteil wird abgepfiffen. Eine gelbe Karte, über die man sich nicht beschweren kann. Nein, Wolf, sehe ich auch so. Die musst du geben. Das lässt keiner durchgehen. Mann. Für viel Diskussionsstoff hat die Meldung von diesem möglichen Wechsel gesorgt, Gucci. Richtig. Aber wirklich. Da ist das Tor! Batzeier. Das ist eine beruhigende Führung für Sie. Aber warum ist denn jetzt schon wieder faul? Ja, das war genau richtig. Da sehen wir, wie ein Dribbelstarker ist. Oh, Bingbruder. Und weiterspielen, er hat den Vorteil entschieden. Wahnsinnstor! Das ist ja unglaublich! Junge, dieses Tor hilft denen nur nicht. Am Ende einfach zu groß. Sie haben permanent gedrängt und am Ende clever zugeschlagen. Da sehen wir es nochmal. Nee, Bruder, jetzt reicht es mir. Eine absolut klare Angelegenheit ist das heute. So viel können wir schon mal festhalten. Oder warum kriegen die jetzt die ganze Zeit den Ball? Warum ist das denn jetzt schon wieder gelb? Vorteil, sehr gut gemacht. Da spielt der Foul, obwohl er schon gelb gesehen hat. Ja, weil der immer hier Foulspiel sagt, Alter. Das ist gar nichts. Ah, das sah sehr gefährlicher aus, aber ist das vorweg. Da wäre Platz für einen Kotter. Ja, das Problem ist, ich bin halt einfach nur langsam. Jetzt ist der Platz da. Platz. 8 Tore, Junge. Schau nochmal auf die Wiederholung. Das ist ein richtig gut gespielter Konter. Und dann das Tor ins kurze Eck, ins Torwart-Eck. Das sieht halt nie sonderlich gut aus. War aber clever gemacht. Sie liegen dort. Wenn ich jetzt rot kriege, bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte keine rote. Bitte keine. Es gibt keine rote. Danke. Hö, warum haben wir denn jetzt Freistoß gekriegt? Bitte.
Aua. Und jetzt der Schuss. Sie können den Ball erstmal abblocken. Er geht in den Strafraum. Ja. Guter Vorstoß jetzt. Oder warum rennt der denn nicht vorbei? Der rennt einfach in ihn rein. Jetzt könnt ihr den Angriff starten. Was für eine Chance. Batz. 9-1. Das ist eindeutig heute, zumindest bisher. Mal sehen, ob sie hier noch zurückschlagen können, irgendwie. Bruder, wenn der jetzt reingegangen wäre, Bruder, ich wäre ausgerastet, Alter. Hier diesen Pass, weg ist der Ball. Nein. Zehn Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Ah, da geht er vorbei. Ja, ich habe halt keine Ausdauer mehr, was soll ich machen? Noch 5 Minuten, dann haben sie den Sieg sicher. Wir haben ihn auch schon so sicher. Sie bieten sich an. Die Chance hier. Gefahr noch nicht vorbei. Ja. Super Tackling. Und da ist der Ball wieder weg. 60 Sekunden gibt's noch als Nachspielzeit. Viel geht also nicht mehr. Gewonnen. Da ist der Schlusspfiff und damit haben sie es geschafft. Sie haben sich den Titel geholt. Und schau dir diese Freude an bei den Spielerinnen. Das ist schon überragend, was sie gezeigt haben. Nicht nur heute, sie waren die Besten, das können wir nicht anders sagen. Also das war herausragend. Vor allem taktisch war das beeindruckend. Du stehst unter Druck und rufst dann so eine Leistung ab, das ist schon stark. Ja, das auf jeden Fall. Und der Lohn ist natürlich jetzt hier dieser große Triumph. Und wir sehen das noch einmal, wie riesig die Freude ist. Sie gehen alle vollkommen aus sich raus. Das ist genau das, was passiert, wenn ein Lebenstraum in Erfüllung geht. Das können wir hier wunderschön beobachten. Große Momente, besondere Momente, echte Momente. Junge. Es gibt kein Drehbuch dafür. Die Frage ist, Leute, tolle Momente. Es könnte sein, dass das auch das letzte Video von FIFA 23 wird. Weil es gibt nicht mehr so irgendwas, was ich jetzt noch spielen könnte in FIFA. Und jetzt sind alle Anstrengungen vergessen. Außer halt die EM. Und ich werde wahrscheinlich das EM-Finale nochmal spielen. Und das ist dann die letzte Folge auch vom letztendlichen FIFA 23. Hab schon sehr viele Videos jetzt auch davon gemacht. Und es ist halt auch immer dasselbe, weil ich bin immer nur in anderen Teams drin. Und wahrscheinlich kommt nach diesem Spiel jetzt auch die EM. Und das EM-Finale werde ich auf jeden Fall mit euch noch, also werde ich noch aufnehmen. Aber es wird sonst erstmal kein weiteres Video mehr von diesem Spiel geben. Bis halt die EM, das EM-Finale hier kommt. Und ja, wenn ich das EM-Finale habe, dann mal gucken. Vielleicht kommt dann auch noch die WM, wenn es das hier gibt. Wenn ja, dann werde ich natürlich auch noch die WM spielen, wenn es das dann gibt. Wenn nicht, dann nicht. Aber wahrscheinlich wird das EM-Finale das letzte Spiel sein. Das kommt irgendwann raus. Unvergessliche Momente und natürlich tolle Bilder. So, das offizielle Siegesfoto zum Einrahmen sozusagen. Ja, selbstverständlich, Wolf, auf jeden Fall. Ich bin da oben links, ey. Ja, das war's. Boah, geil, geil, geil. Weiter, so, mal gucken, was es jetzt hier so gibt. So. Das ist natürlich schon ein geiles Spiel gewesen. Ja, Sieger. Stuttgart, natürlich sind wir jetzt Sieger, Alter. 9-1. So, bester Vorlagengeber. VfB Stuttgart feiert DFB-Pokalgewinn. Ja, natürlich. Wir sind hier die Besten. So, jetzt gucken wir mal kurz, was gleich kommt. Wie es aussieht, nämlich einfach gar nichts. Champions League?
Okay. Aha. Die Saison ist natürlich beendet. Ja, dann, das heißt, Bundesliga sind wir natürlich auch Erster, haben auch gewonnen. DFB-Pokal haben wir auch gewonnen. Champions League sind wir irgendwie noch nicht drin gewesen, ne? Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord auch vorbei. Der ist unten in der Videoshop verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr keine mehr verpasst. Habt einen ganzen Tag. Haut rein, Leute, euer Sandro. Ciao, ciao.